Okay, bei der steht ein roter Baum im Garten. Das sagt eigentlich alles. Sie ist auf jeden Fall super tief involviert in das Ganze. The address on the prescription led us to this house. Aber andererseits haben wir auch schon gesehen, dass sie bei dem Mord dabei war, als die Mutter ihre Tochter zerstückelt hat mit der Axt, stand die daneben und hat zugeguckt. Das macht sie auch verdächtig. Der rote Baum noch verdächtiger, aber die Tatsache, dass sie zugeguckt hat, wie Leute gesagt werden, ist schon auch. Seems like she ain't home. No lights on either. Professor R's never home, you know. Patty, why do you know so much about Professor R? I don't know that much, really. But you're the first person in town who mentioned her name to me. You also knew about San Rouge, didn't you? And when I tried to ask you more about it back then, you gave me an evasive answer. You're my assistant, aren't you? If you are, then you need to tell me everything you know about this case. Daddy don't like Lena. He said it's stupid for a man to want to turn into a woman. What? And he told me I ain't supposed to talk about her. He said that if you knew someone like her was living here, Agent York, you'd start to hate this town. Das hätte ich nicht von unserem Dorfpolizisten erwartet. Der wirkt so sympathisch und ist so ein netter Kerl. Und dann kommt er mit sowas daher. That's ridiculous. Why would I ever hate this town? Because one of its inhabitants is transgender? Why in the world would that make a difference to me? The other folks in town said the same thing as Daddy. They all know about San Rouge and Professor R. And about how she's waging war against the Clarksons. But they all say we ain't supposed to talk about it. Das ist erschreckenderweise wahrscheinlich ein relativ plausibles Bild von so einer Kleinstadtgemeinde, ne? So, I... And here I'd assumed that ignorant way of thinking died out with the 20th century. Das dachten wir alle, Francis Yeomong, das dachten wir alle. Aber leider ist es nicht so. I guess I really am an outsider after all. I thought that everyone was cooperating with my investigation. But it turns out they were all hiding key information from me. Damn it, Zack. This just made me hate the countryside for the first time in my entire life. Oh, I'm sorry for being so loud, Patricia. But just remember this. Person's birthplace, nature, race, and physical features have no bearing on their value as a human being. We're always free. And we should respect each other just the way we are. So you shouldn't feel a need to hate Lena for no reason. No matter what the people around you say, you can't let them control you. Sometimes things like common sense and decency can end up deeply hurting other people. I sincerely hope you don't forget that. Okay, I won't. But, if Lena's committed a crime, that's a different story altogether. She may be a social minority, but she's still free and capable of knowing the difference between right and wrong. Professor R, I sincerely hope she's smart enough to understand that. Okay. Whoa, 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 whoa. Ooh, da kommt er wieder. Knochenmann, der Bandelgramer. Listen to the two ends.
and drink dry the fire water. Do this, and you will see the other world. The other world, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin, aber gut. Ah. Zach, did you hear that? Yeah. It's another oracle. I assume this means we're getting closer to the truth. Well, this is good. We don't have any other big clues at the moment. What do you say we continue the skeletal gentleman's game? After I spent the 90s listening to nothing but punk rock, I fell out of touch with music, but the digital audio player I received last Christmas changed everything. Nowadays, people can walk around with thousands of songs in their pockets. You following me here, Zach? That's right. This oracle is connected to music. The two N's refer to neither periods nor a movie's credits. They refer to the last letter of the alphabet, Z. And what's a word that has two Z's in it? Jazz. Jazz, of course. Remember, we're in Louisiana here. The fire water is even easier. It's alcohol. Let's go to that jazz bar and have a drink while we consider our next plan of action. Don't worry. This is all part of our job, isn't it, Zach? DC Eagle here. Got any news for me? Well, Mr. York, we got ourselves a bit of a problem here. What sort of problem? Looks like Daniel's gathered up a group of people to help him find Galena's killer on his own. If the Clarksons get serious, they'll probably put an end to this case before we even know what hit us. And it sure won't be wrapped up the way you want it to, Mr. York. Yes, that certainly is a problem. Judging from Daniel's temperament, things are bound to get out of control. Melvin, I need to find Professor R as soon as possible. Professor R? That's right. That ain't such a good idea. I didn't ask for your personal opinion, Melvin. Especially if it comes from an antiquated, xenophobic way of thinking that's characteristic of rural towns. Whoa now, Mr. York. What's going on here? I didn't... This conversation is over, Melvin. You need to figure out what the Clarksons are planning. Call me again as soon as you know. Mic drop. Pew. Also, sorry, but would you mind coming to pick up Patricia? I would never think to take an innocent girl like her into an adult watering hole. Yeah, you're right. CLG's still too young for that. Wait, Daddy! Agent York! I'm going too! Don't leave me out of this! No, Patricia. You signed a contract with me, remember? I promise to protect you from all the evil in our world. That's not what it means! Patty, you're smart. Shockingly so. But you're still a child. And there are certain things a child like you doesn't need to learn about yet. Just go home for today. Zach and I are both in agreement on this one. I'm so glad you understand, Patty. Okay, Melvin, that's that. I'm leaving her here. The rest is in your hands. Roger that. I'll take care of her, Mr. York. Bling.
Naja, das ist immer schwierig, finde ich, Metatron. Das ist wirklich immer schwierig mit politischen Einstellungen und Spektren. Weil grundsätzlich, also ich meine, jetzt wirklich mal die Extremen blenden wir natürlich aus. In der Demokratie haben antidemokratische Strömungen nichts verloren, mit denen muss man nicht reden. Und wer irgendwie seine Intoleranz und seinen Hass als politische Meinung ausgibt, der versteckt im Grunde nur seine Intoleranz hinter was Akzeptierteren. Keine Toleranz für Intoleranz und das blenden wir mal aus. Aber ansonsten ist es halt schon so, dass ich auch Bekannte und Freunde habe, die politisch irgendwie sehr anders aufgestellt sind als ich, sehr andere Meinungen habe. Und ich kann trotzdem mit dem befreundet sein. Aber wenn es dann um die politischen Themen geht, ist das natürlich immer ein Streitthema. Und grundsätzlich, wenn ich jemanden Fremden kennenlerne, der halt ganz andere Meinungen hat, dann werden wir wahrscheinlich nicht so schnell gute Freunde. Das ist natürlich schon auch... Ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, gegen Ehe für alle ist, dann habe ich auch das Gefühl, was für ein Mensch ist denn das? Und warum hat der diese Meinung? Und dann habe ich einfach keine hohe Meinung von dem. Und das ist dann schwierig, dem trotzdem auf Augenhöhe zu begegnen. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dass Dialoge geführt werden, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Was müssen wir jetzt machen? Das ist aber die Frage. Woanders hinlaufen anscheinend. Ich rede mal nochmal mit ihr. Patty, I'm sorry I have to do this. I don't mean to abandon you. I hope you understand. This next stop feels dangerous. It's okay, I get it. I'll go home early today and take care of Mama. I'm pretty busy too, you know. Good. And do tell Melvin I said hi. Hey, Agent York. About Professor R. Is she really a bad person? What do you mean? I only ever got to talk to her once. Oh, is it okay to say her? How do I know what to call her? Her is fine, Patty. Simply respect the gender that the person chose. Okay. She once got arrested for causing trouble with some of the Clarkson's workers. They got drunk at her bar and went crazy or something. When she came into the sheriff's office, our eyes met just for a second. Then she said something to me. As you grow into an adult, you will witness a great deal. But you don't need to take it all in. Just stay focused on the beauty of our world. I didn't get what she meant, and because of what Daddy said, it kinda scared me. But now, I reckon I understand what she meant back then. Oh, sorry, Agent York. I shouldn't have gotten into all that when you're in such a hurry. No, that was a very important story you shared with me just now. You thank you, Patricia. Okay, auf zum nächsten Missionsziel. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. Spart auch Skateboard-Haltsamkeit, Haltbarkeit. Moment, ich sehe hier mein Missionsziel aber gar nicht. Aber warte mal, Owl's Nest müssen wir, das ist da oben. Macht erst ziemlich spät auf, aber ist egal. Wir können ja, ich habe Zigaretten dabei. Passt schon.
Ja, genau, das finde ich auch wichtig. Der Umgang miteinander ist halt wichtig, dass man sich eben trotzdem respektvoll behandelt im Grunde, auch wenn man Meinungen von anderen oft nicht verstehen kann oder eben auch gar nicht nachvollziehen kann. Ich versuche grundsätzlich, mich in alle rein zu versetzen, aber es gibt schon so Punkte, wo ich einfach, da fehlt mir jeder Zugang und da habe ich einfach kein Verständnis. Aber respektvoller Umgang ist eben trotzdem wichtig. Aber trotzdem kann ich halt... You're a coffee person, right? Wisst ihr, aber trotzdem habe ich halt dann einfach doch einen anderen emotionalen Bezug zu manchen Leuten, wenn die Meinungen vertreten, die ich für sehr falsch und sehr schädlich halte. Das heißt ja nicht, dass ich mit dem dann irgendwie schlechter umgehen muss oder so. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel in den USA, irgendein konservativer Politiker meinte, Kinder sollen jetzt während der Corona-Krise in die Schule gehen, damit sie abgehärtet werden, damit sie lernen, dass das Leben gefährlich ist und damit sie hart und stark werden, dann will ich mit so jemandem privat halt einfach echt nichts zu tun haben, weil ich mir denke, das ist einfach echt ein schlechter Mensch. Das ist einfach echt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Wahrscheinlich hatte der selber eine schlimme Kindheit. Wahrscheinlich keine sehr liebevollen Eltern. Wahrscheinlich kein Leben, mit dem er tauschen möchte. Aber trotzdem, auch wenn ich den jetzt nicht direkt, wisst ihr, ich will den jetzt nicht direkt verurteilen, weil ich mir denke, das hat seine Gründe, warum der so ist, wie er ist. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich will halt trotzdem nichts mit dem zu tun haben. Ich muss ja nicht jeden lieben. Ich bin ja nicht Jesus. Aber ich toleriere mindestens. Am besten akzeptieren, aber mindestens tolerieren muss man. Und das erwarte ich eben auch von Erzkonservativen. Look, selbst, Zach, that seat is beckoning us. Selbst wenn man jetzt wie dieser Kleinstadt-Sheriff hier irgendwie ein Problem mit Transgender-Personen hat, dann erwarte ich mindestens Toleranz, eigentlich Akzeptanz, aber mindestens Toleranz. Das ist das Mindestmaß, das ich von jedem erwarte, dass man einfach sagen kann, ja, ist nicht meine Sache, ist nicht mein Bier. Ich urteile nicht drüber und sage nicht, ich finde das scheiße. Ich lasse Menschen einfach so leben, wie sie wollen und fertig. Auch wenn es nicht meiner Ansicht entspricht. Das ist ja wohl wirklich das Mindeste, oder? Sollte man meinen, aber für manche eben leider nicht. Listen to the two ends and drink dry the fire water. Oh Gott, wenn er immer den Dialekt nachmacht. Do this and you will see the other world. Hungen's oracle pointed us to this bar. So we must have to do something here. But I feel like the fire water part is missing something. Die Singularität finden. Ich aktiviere mal schnell meinen Supermodus, aber eigentlich nur um zu sehen. Ah, den kann ich hier gar nicht benutzen. Schade. Listen to the two ends. The two ends, das könnte Eingang und Ausgang sein. Oder Hintereingang, ne? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Zur Bühne. Heute steht keine Aufführung auf dem Plan. Ohne all den Trubel wirkt so eine Bühne gleich ganz anders. Ich schaue mir gerade die Bühne an. Die Flaggen, die da hängen und so. Interessant. Ich dachte, ich würde wenigstens Emma hier antreffen, aber keine Spur von ihr. Mal davon abgesehen, diese Bühne ist nicht von schlechten Eltern. Sie entspricht absolut nicht dem, was man in einem Provinznest erwarten würde.
Go in großen Lettern. Hä? Ach so, stimmt. Bei Good, Good blinkt ab und zu nur das Go auf. Okay. Ach, das ist die Singularität, die ich jetzt entdeckt habe. Na, okay. Go. Schade, hätte mir das andere gerne noch angeguckt. Aber gut. Zach, do you see that? It's a gigantic go sign. I think someone's trying to send us a very powerful message here. That settles it. This must be a singularity. Okay. Beautiful lipstick. The color red suits you. Thank you. Red is the color of life. No human who knows the joy of life would ever hate this color. Or would they? Lena Dorman. Professor R. Maybe. Maybe not. But I know of a drug with a red color that certainly doesn't signify life. It sometimes even steals the lives of those who drown themselves in it. Catch my drift? Before a candle's flame burns out, it burns brighter than ever before, blazing like a shining red star. Don't you think that instant is more valuable than a century of smoldering? That blaze doesn't cast out the darkness. It only emphasizes it. But where are my manners? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Let me get straight to the point. You were present when Lise Clarkson was murdered. And you were also involved with Galena Clarkson's death. Correct? Agent Morgan. Are you a man who can hold his liquor? I'd love some fire water. We're similar, you and I. Really? I don't see the resemblance. Well, you should. Look deeper. Think about who you were when you were first born, and who you are now. Different selves exist inside your body. Are you talking about Zach? Woher wissen die das? Vielleicht hat die auch einen Draht zu diesem Knochenmann. I was born as a man. But in my heart, I wasn't so. And this is a small town. Desperados, danke fürs Fallen. I experienced far more scorn and discrimination than anyone could ever imagine. Especially from my father. Parents are supposed to raise their children with love. That's the norm, right? Not for me. I was raised by my father's flesh-seething hatred. So you ran away from home, started making drugs, then seduced a young life and destroyed it? That story makes no sense to me. Think about it. They didn't burn you in a witch hunt, nor did they ever try to take your life. Yet here you are, letting your selfish fantasies drive you to torch the entire town with vengeful fire. Now tell me, Leonard Clarkson, why did you abandon your inheritance only to end up in a place like this? What do you hope to achieve? You've already figured out that much.
Leonard doesn't exist anymore. He disappeared from me a long time ago. All that's left now is the Red Soul. The Red Soul? The Red Soul gives me strength and courage. And I vowed to use that strength to change this world. The Red Soul has the power to amplify the unique characteristics we all possess. Mentally and physically. That's why I created the Holy Red Powder. So that everyone can enjoy its divine benefits. That's ridiculous. Our world is home to scarier monsters than violence and prejudice. Ugh. Zack. Someday, even your best friend will abandon you. No. Never. And in the end, you'll be all alone. Zack and I will always be together. Ugh. Wenn jetzt jemand geistig behindert wäre und deswegen eine falsche Einstellung hat, müsste man die Person dann trotzdem akzeptieren. Ja, akzeptieren, selbstverständlich. Ich glaube, ich würde auch mit einem... Also, es ist halt leider so, wahrscheinlich hätte ich auch Schwierigkeiten mit einem psychisch kranken oder geistig behinderten Menschen mit extremen Einstellungen irgendwie befreundet zu sein oder emotional mich auf den einzulassen, auch wenn er nichts dafür kann. Aber akzeptieren kann man den ja trotzdem. I can't be my mommy either. Don't leave me alone. Please. Please, Daddy. Please, Daddy. Oh. She got us, Zack. She spiked the drink with some sort of sleeping pill. No wonder they call her the Professor. Whew. But that was a rash move. Perhaps she realized that she's finally crossed the point of no return. Or... We need to head to the Clarksons at once before it's too late. We can still stop this. Ich frage mich, ob da jetzt noch ein großer Plot-Twist kommt, ob da noch ein großer Twist kommt, weil im Endeffekt ist das Bild schon so relativ vollständig, oder? Ja, das ist schön gesagt, Metatron. Im Grunde kann man ja quasi genau die Person samt dieser, wie du sagst, Felix, Behinderung oder geistigen Krankheit oder was auch immer zu diesen Extremmeinungen führt, so akzeptieren, wie sie ist. Aber deswegen muss man ja die Meinung nicht akzeptieren oder die Einstellung. Oh, Sebastian, ich weiß nicht, ob du überhaupt zuguckst, aber danke fürs Patreon-Plättchen, habe ich gerade gesehen. Oder ist das wieder, manchmal zeigt so alte Patreon-Meldungen plötzlich im Stream, ich weiß nicht warum. Aber falls es aktuell ist, falls du zuguckst, dankeschön. Und wenn es nicht aktuell ist, trotzdem dankeschön, weil ist ja wurscht.
Na gut, ich meine, York hat ja quasi selber schon im Grunde gespoilt. Ich verstehe das zumindest mal als Hinweis, dass das Oberhaupt der Familie der Endboss ist. Wo soll ich jetzt hin? Die Villa der Clarksons. Wo ist denn die? Das könnte wahrscheinlich da oben das Symbol sein, oder? Wenn wir zur Kirche reisen, hinterm Park vielleicht. Schauen wir mal. Könnte schon sein. Überall Katzenhaare auf dem Bildschirm. Wir ziehen die auch magnetisch an, ey. So. Ja, jetzt bin ich doch noch ziemlich weit entfernt. Die Villa ist anscheinend woanders, als ich dachte. Aber dann fahren wir zum Skateboard dahin, weil... passt schon. Die Schnellreise war gerade nicht sehr hilfreich. Wenn diese Stadt ein Symbol hat, muss es diese Brücke hängen über dem Bayou. Liftbrücken sind wirklich eine Rarität. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks a lot smaller than the aerial lift bridge. Its smaller size was most likely chosen due to the width of the river and the sea level of this area. The height and structure of a bridge is what determines which sort of boats can travel down the river. Normal bridges' base heights are set at a higher point so that boats can freely pass underneath them. Mal ganz kurz, wenn wir schon hier sind, werde ich hier mal kurz den Schnellreisepunkt aktivieren bei der Hubbrücke.